Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir werden jetzt wieder einmal die Kaninchen besuchen. Was haben wir heute vor? Heute werden wir sie füttern. Und zwar waren wir gestern unterwegs auf so einem riesigen Spielplatz mit den ganzen Kindern. Und der Rasen war nicht frisch gemäht, sage ich mal. Und da haben wir gleich zugeschnappt. Wie so Wahnsinnige haben wir dann da rumgepflückt, sage ich mal, auf dieser riesigen Wiese. Und das kriegen gleich die ganzen Kaninchen hier. Wir werden sie hier gleich mal alle schön adäquat füttern. Auch mit dem Stroh hier. Ne? Da wollen wir hier gleich mal alles ein Stück weit auffüllen. Da haben wir die ganzen kleinen Kaninchen, beziehungsweise nur zwei. Ne? Es sind nur zwei kleine Kaninchen. Guti, dann fangen wir mal an. Wir werden mal bei ihr hier anfangen. Ich fütter aktuell, wie sonst auch immer, 150 Gramm an Trockenfutter. Die schöne Mische hier. Das sind so die letzten Züge der Mische. Oh, die Tüte will ja nicht aufgehen, merkt ihr das? Die letzten Züge der Mische, die hier noch vorhanden sind. Danach werde ich ja in einzelnen Komponenten und immer frisch nochmal mischen. Ne? Zack, da hast du's, kleines Kaninchen. Ein bisschen Heu. Das werden wir hier mal so ein bisschen reinklemmen, sage ich mal. Zack, ah, das ist so mein Transport, meine Transportbox, meine Tüte. Wenn du es so möchtest, für oben. Da fällt immer ordentlich was runter. Das ist immer ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich gestehen. So mal eine Handvoll. Zack. Ah, lecker. Da ist alles drin, seht ihr? Klee und alles einfach. Alles. So, das dürfen die sich jetzt hier, oder sie darf sich das jetzt hier schön genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Hier haben wir unser kleines, schwaches, mickriges Kaninchen. Ist hier auch gut unterwegs, muss ich sagen. Zack, auch sie bekommt hier einmal so eine schöne Portion. Ein bisschen Heu hier noch. Ne? Wir wollen ja nicht so sein hier. Das Heu fressen sie relativ gut, obwohl sie hier eigentlich noch ein bisschen was da hatte. Aber ich packe ja trotzdem noch mal was rein. Sie bekommt hier auch noch mal eine schöne Handvoll. Zack. Muss aufpassen, dass die da oben gleich noch mal was bekommen, ne? Nicht, dass ich hier gleich alles verballer hier. So, hier werden wir das Ding wieder adäquat verschließen. Das weiße Kaninchen. Auch sie soll was bekommen. Sie hat ihr ganzes Heu leer gefressen. Das werden wir hier mal als ersten Akt auffüllen. Zack, mal eine schöne Portion hier. So, rein mit dir. Du gutes Heu. Zack, nochmal eine zweite Portion. So, das geht richtig schnell weg aktuell hier. So, hier hast du es, kleines Kaninchen. Ja, wenn es Essen gibt, dann mögen sie auch fast angefasst werden. So, du bekommst ein bisschen Rasen. Sie hier bekommt ein bisschen mehr. Ich hatte ja gestern auch drei Portionen an Trockenfutter reingepackt. Ein bisschen was ist übrig geblieben. Aber auch heute bekommt sie drei Portionen. Also dreimal 150 Gramm. Und auch viel Heu. So, zack. Einmal rein mit dir hier. Und noch eine schöne Portion hier. Wir wollen ja nicht so sein, ne? Wir sind heute mal ein bisschen spendabel. Zumindest was das Heu angeht. So. Also, die tolle Tüte nehmen wir hier mal mit und hängen sie hier mal auf, ne? Ja, Schrauben sind schon eine gute Erfindung, oder? Was würden wir ohne Schrauben machen? So, zack, Nummer 1. Nummer 2. Und, ja, nicht ganz voll. Ich schätze mal so vielleicht 130 Gramm ungefähr. So, nicht krümeln, ganz vorsichtig. Ei, guck mal, das schwarze Kaninchen, es riecht schon, was auf sie zukommt. Und auch das weiße Kaninchen hier, gleich kommen sie hier heraus und werden sich eventuell hier an diesem reichhaltigen Teller hier ein Stück weit bedienen. Aber das können sie ja auch, ne? Dafür stelle ich das hier auch hin. So, einmal runternehmen, bevor es ganz herunterkracht, sage ich mal. Das wäre dann immer sehr, sehr schade. Oft überlege ich mir, wenn die Tüte hier einmal irgendwie auskippt oder runterfällt, das wäre dann schon äußerst ärgerlich, sage ich mal.
So, hoi, ne? Das wollen wir hier mal gleich machen. Zack. Einmal schön Heu rein. Bisschen Trockenfutter. Bist du Deckel? Hier, Becher. Zack. Lass es dir schmecken. Kleines Kaninchen, die mich nicht so gerne mag. Da haben wir schon die ersten Annäherungsversuche der kleinen Kaninchen, wie sie hier die Nahrungszufuhr einleiten wollen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Nummer 3, sei gegrüßt. Ein bisschen Heu für dich noch. Zack. Schön rein hier. Und auch Trockenfutter sollst du bekommen, ne? Das will ich dir nicht vorenthalten. So, zack. Das gute Grün hier. Wasser muss ich auch gleich nochmal machen. Das mache ich immer nochmal zum Schluss. Aber erstmal kriegen sie nur das normale Essen. So, also was mache ich jetzt? Ich werde jetzt hier noch Heu in die Tüte reinpacken. Dann werde ich hier alles hier mitnehmen und nach oben gehen. Und dann nehme ich euch wieder mit. Und schon sind wir oben. So, wir werden hier einmal schauen. Sei gegrüßt, du kleines Kaninchen. Zack. Die Heuraufen hierfür habe ich schon bestellt. Diesmal ganz andere. Also ich habe ja jetzt einige, die hier so Holzformat haben. Und das ist quasi wieder so eine Eisenraufe. Aber mit Deckel habe ich diesmal bestellt. 2 Stück. Zur Probe, sage ich mal. Weil ich packe den zwar immer ein bisschen Heu mit rein, aber die schmeißen das hier in der Gegend rum. Und das ist dann immer ein bisschen schade, finde ich. So, zack. Lass es dir schmecken, Kaninchen. So, die graue Häsin. Sie hat gestern ihr Zeug nicht so gut gegessen, sage ich mal. Bisschen hier ist was übrig geblieben, aber oftmals sind das auch nur noch die Hüllen hiervon. Nun gut, ich packe hier trotzdem nochmal 150 Gramm rein. Normalerweise mache ich die Behältnisse immer ganz leer, wenn ich den Stall sauber mache, damit sie eine neue Ebene haben. Eine neue, schöne, saubere Ebene mit einem leeren Fressnapf, sage ich mal. Zack. So, das wäre erledigt. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder wegnehmen hier. Ne? Das haben die nicht so gut benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja eine gute Idee, aber ist nicht so gut angekommen. Die Kaninchen haben das als nicht so gute Idee empfunden. So, ich werde jetzt mal erstmal die hier füttern. Warum? Damit ich gleich abschätzen kann, wie viel Grünes die bekommen, weil die bekommen gleich den Rest hier. Und darum werden die hier erstmal vorgezogen, ein Stück weit. So, zack, die blauen Wiener Kaninchen. Zack, rein mit dir. So, zack, ist immer ein bisschen schmutzig danach. So, die haben hier nur einen Fressnapf. Wenn das immer 3, nein, eigentlich ab 4 Kaninchen mache ich 2 Fressnäpfe, damit sie nicht streiten, ne? Wegen Essen, normalerweise streiten sie aber auch nicht, aber dann finde ich oder habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das dann ein bisschen optimaler ist. So, 1 und nochmal 1, weil das ja 2 Kaninchen sind, ne? So, guckt euch das mal an hier. Lasst es euch schmecken. So, das war ein bisschen akrobatisch hier. Kam gerade nicht nach hinten, da musste ich mich nach hinten beugen, wie in Matrix quasi. Ich weiß nicht, ob ihr Matrix kennt. So, zack. Und hier auch nochmal. Also die Heuraufen, die ich bestellt habe, das sind nicht solche runden Dinge, sondern im Prinzip wie die da unten, nur mit Deckel halt, ne? So, die ganzen Ladies hier. Jetzt kam in den ein oder anderen Kommentar, ob ich nicht noch so ein weißes Kaninchen behalten möchte. Und eigentlich wollte ich so ein bisschen eine Farbvielfalt, sage ich mal. Ein weißes Kaninchen habe ich schon. Aber ich habe final noch nicht entschieden, was ich mit den Kaninchen hier machen werde. Bis auf sie hier, ne? Die gute graue, die behalte ich. Die anderen 2, da werde ich mich nochmal, ich sag mal, die nächsten Monate ein Stück weit mit beschäftigen. Aber verarbeiten werde ich sie jetzt, wenn ich sie verarbeiten sollte, dann erst zum Schluss. Erstmal habe ich ja genug Lagerbestand, sage ich mal an der Stelle. So, zack.
Ei, lecker. Für dich auch nochmal. Ihr kriegt nur zwei Portionen, damit die oben hier genug haben. Na gut, komm, ich will nicht so sein. Nochmal eine dritte Handvoll. So, jetzt habe ich von dem kostbaren Grün ein bisschen was auf den Boden geschmissen. Nicht, dass die wilden Tiere hierher kommen und alles aufessen. So. Also, jetzt nehmen wir erstmal hier die da oben. Auch erstmal das Heu, sonst belagern sie gleich das Trockenfutter. Das Behältnis des Trockenfutters sozusagen. Zack, Nummer 1. Vieles fällt nach unten, aber komm, da bin ich jetzt nicht so richtig sparsam. Das wäre vielleicht noch so Potenzial, um die Kosten ein bisschen zu senken, ne? Wenn man nicht alles hier auf den Boden schmeißen würde. So, was kriegt ihr? 5 Mal, ne? 1, 2, 3. Hier nochmal 4 und 5. So, Wasser ist auch schon sehr verschmutzt. Das wird jeden Tag gewechselt. Aber trotzdem ist das immer dreckig. So. Zack. Eieieiei. So, erstmal hier ein bisschen hin. Mal gucken, wie viel hier noch ist. Hier sind auch Apfelreste noch ein Stück weit. Ich werde dir mal hier noch eine Handvoll geben. Und der Rest kommt gleich zu den unteren Kaninchen. Zack. So, hier sind viele Kaninchen drin. Von daher habe ich hier so ein bisschen, ich sag mal, den Fressnapf-Befüllprozess ein Stück weit optimiert. Aber erstmal das Heu. Zack, alle ein bisschen schmutzig geworden hier. Also jetzt seid ihr bestimmt gespannt, wie ich diesen Befüllungsprozess optimiert habe. Das will ich euch jetzt hier mal zeigen, völlig kostenlos. Also, nehmen Sie eine Hand, ne? Naja, ganz so ausführlich will ich es jetzt nicht machen. Aber das, was übrig geblieben ist, packe ich in die zweite. Und dann befülle ich einfach das. Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich mehr erhofft, als ich euch hier zeige. Aber nun gut, wenn ich das jetzt so in den einzelnen Bechern hier machen würde, dann würden sie mich hier die ganze Zeit belagern und belästigen. Ist wahrscheinlich mehr als die Anzahl der Kaninchen, aber weil die ja noch ein bisschen klein sind, so vom Gefühl her, gebe ich dir mal ein bisschen mehr. Und meistens noch 2 mal 150 Gramm. Ist zu viel, ich weiß, aber die sollen ja ein bisschen Gewicht dran kriegen hier. Mal gucken hier. Ein Handgriff auf die Rücken, aber scheint alles in Ordnung zu sein. So, das werde ich mir jetzt hier sehr einfach machen, indem ich das hier einfach nur mal ausfülle. Zack. Eieieiei. Ja, die haben jetzt am meisten bekommen, aber es sind ja auch am meisten Kaninchen hier. Die sollen ruhig essen, stark werden, groß werden, schön fett werden. Ja, ich habe euch heute mal mitgenommen, euch mal gezeigt, wie ich das mache hier in aller Eile sozusagen. Dann sind wir wieder an einen Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.